Way! Wir sind wieder da. Dreamhack Rocket League Pro Circuit 2019 in Montreal. Ja, was haben wir da für Partien heute schon alles gesehen? Und so langsam biegen wir auf die Zielgerade ein. Gerade eine unglaubliche 5-Game-Serie von Aura gegen TSM. Ja, ihr seht gerade schon, wer da gewonnen hat. Und jetzt gucken wir als nächstes Renault Vitality gegen Team Reciprocity. Das EU-Duell vom Weltmeister gegen das Lineup, was bis zur letzten Season noch unter dem Namen PSG gespielt hat. Jungs, was erwartet ihr? Grandioses Rocket League. Gute Antwort. Ich glaube, wir sind auch irgendwo angelangt, wo man das auch einfach erwarten sollte von den Teams. Wir haben jetzt noch 4 Teams, die noch nicht in festen Händen sind, sei es ausgeschieden oder weiter. 2 davon Vitality und Reciprocity. Vitality, muss ich sagen, habe ich mir eben leider nicht ansehen können. Ich musste eine etwas längere Pause nehmen. Ich bin übrigens wieder da. Wir sind in voller Anzahl wieder für euch hier. Guten Abend. Vitality gegen Reciprocity. Was könnt ihr vielleicht mir jetzt zu Vitality kurz erzählen? Ja, Vitality gegen G2. Das war eigentlich eine knappe Serie, wenn du dich vielleicht erinnern kannst. Warst du noch da? Ist jetzt auch egal. Aber für Vitality hat es in den einzelnen Spielen halt nicht gereicht. Die haben Chancen liegen lassen und G2 dann das den ein oder anderen Treffer erzielen lassen. Und G2 ja ein Team, was extrem effizient in der Chancenverwertung ist. Dementsprechend ist man da aufgelaufen. Es hat hier nicht gereicht. Dementsprechend runtergedroppt. Reciprocity haben wir ganz zu Anfang gesehen. Also nicht ganz zu Anfang, sondern als 6. Spiel TSM gegen Reciprocity. Genau, Anfang Gruppe B. Genau, das wollte ich sagen. Danach sind die ja runtergedroppt, haben dann 3-2 gegen Complexity gewonnen. Das muss eine harte Kiste gewesen sein. Und jetzt fighten sie halt hier um den Spot für den morgigen Tag. Nur eins von den beiden kann es schaffen. Von daher ist eine schwierige Kiste. Also Vitality hat gut gegen Ghost gespielt, was wir nicht gesehen haben. Aber gegen G2 hat es nicht gereicht. G2 ist allerdings Vize-Weltmeister und Reciprocity nicht. So. Das sind schon Unterschiede zwischen den Teams. Wird schwierig. Ich denke, so wie ihr mir das erklärt, würde mir das Pick'em relativ leicht fallen. Reciprocity hat geschwächelt gegen TSM, die mittlerweile auch sich im Lower Bracket befinden. Ich würde damit Vitality gehen. Die sitzen da auch schon, Scrubkiller gerade im Bild. Ich glaube, ihr seht das allerdings nicht. Doch, doch. Doch. Doch, haben wir das on cam gerade? Ja, sicher. Ja, sicher. Oh, da ist K-Dop daneben. In den letzten Turnieren Reciprocity eigentlich extrem stark gespielt. Ist natürlich gegen TSM raus. Dann noch 3-2 gegen Complexity. Gerade so ins Losers Final gerettet. Vitality sah natürlich auch nicht auf Top-Niveau gegen G2 aus, aber ich denke, wenn sie es hier auf Hard of Hard kommt, weiß Vitality, wann sie performen müssen. Hatten jetzt beim Summit, glaube ich, nur einen 4. Platz hingelegt. Oder einen 5., ich weiß es nicht. Auf jeden Fall nicht allzu hoch gewesen, in den Top 3 waren sie nicht. Ich sag trotzdem Vitality, aber 3-2. Ja, könnte natürlich ein interessantes Match werden auch. Wir haben es immer wieder gesehen, konstant ist hier im Prinzip gar nichts. Ich sag aber 3-1 Vitality. Für mich muss Vitality das Ganze hier eigentlich auch holen. Als Weltmeister nicht Tag 3 auf einer Dreamhack zu erreichen, das wäre ganz großer Underperform. Während wir hier nochmal Yummy Cheeseman sehen, der Coach für Reciprocity. Das Team hat gut gespielt. Sie hätten wahrscheinlich auch eine Tag 3 Final-Teilnahme verdient. Aber wenn der Gegner Vitality im Alles-oder-Nichts-Spiel heißt, dann würde ich sagen, sieht es gar nicht mal so gut für die drei aus. Von daher
Auch ich gehe mit Vitality. Die müssen das Ganze hier eigentlich 3-1 nach Hause holen. Wenn nicht, dann muss Gregan da wohl noch mal ein bisschen mehr Wasser dran schleppen. Nachhydrieren. Ja, unbedingt nachhydrieren. Vielleicht ist das auch dann das falsche Wasser gewesen, weil ob der Zielwasser dahin stellt oder nicht, ist natürlich auch immer die Frage. Mhm. Was er da anschleppt, ne? Richtig. Kann ja auch Misswasser sein, so. Also, ne? Ja. Gibbs und Turtle sind wieder am Diskutieren. Das bedeutet, Gibbs pickt gleich Reciprocity. Vermutlich. Witziger Call allerdings. Ja, im Chat kam gerade noch die Info rein, was Tigre im Interview gesagt hat. Und vielen Dank für die Zusammenfassung. Ich lese das gerade mal so vor. Tigre hat gesagt, dass das Roster zwar random zusammengesetzt ist. Die drei wissen jedoch, dass sie gut zusammen performen können. Und er meint, Extra ist extrem gut. Ja, gut. Dann haben wir das auch mitgekriegt. Schön zu sehen, auf jeden Fall, dass es bei denen gut läuft. Und ja. Blicken wir nach vorne. Renault Vitality gegen Reciprocity. Wir haben alle unsere Picks abgegeben. Jetzt warten wir noch auf das Voting von drüben. Das scheint jede Sekunde jetzt soweit zu sein. Wenn sie es noch festlegen könnten. Gibbs lacht und hat gute Laune. Das wird der Reciprocity Call. Das sage ich euch. Ja, ich bin da quasi bei dir. Also das ist. Turtle hat Reciprocity gepickt. Das ist jetzt natürlich was. Dann kann das Gibbs natürlich nicht auch nehmen. Oder vielleicht doch? Ja, Gibbs nimmt Vitality. Da hast du dich vertan, Pascal. Ja, da habe ich mich vertan. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass Turtle jetzt zuerst gepickt hat, sonst war es ja häufiger Gibbs. Ja, man weiß es nicht so genau. Wir warten noch auf Dreadnought und das Community-Voting. Community-Voting, ich bin einigermaßen gespannt, was dabei rumkommt, weil im Hauptstream sind jetzt quasi nur noch Amis unterwegs, weil in Europa ist halt Schlafenszeit. Ich sag circa 50-50. Ich sag 70-30 Vitality. Aus dem Community-Voting. Ich war am nächsten dran. 63 Vitality, 37 Reciprocity. Also ich habe 70-30 gesagt. Was hast du gesagt? 60-40, ja. Okay. Ja, Tatsache. Allerdings, ich jetzt auch nicht so meilenweit vom Schuss ab. Okay. Damit haben wir eine Tendenz. Tendenz. Wow. Deutsch. Ist schwer. Wisst ihr Bescheid? Tendenz eher so Coinflip, oder? Die Amis haben 2 Reciprocity, ein Vitality, richtig? Ja. Wir genau andersrum und Community Vote leicht für Vitality. Sag ja. Ich ja, ganz Coinflip. Klar, ganz klare. Ganz klare. Ganz klarer Coin. Ja, genau. Schauen wir mal, Johnny Boy und Shogun. Irgendwie sehen wir auch nur die, wenn die angemeldet werden, oder? Eben waren die anderen beiden da. Ja, habe ich nicht gesehen. Beim letzten Mal waren es die anderen beiden. Das ist keine Beweise. Ja, klar war es die anderen beiden, weil die sich abwechseln. Aber trotzdem, gefühlt sehen wir nur die beiden, so, weil es da uns da auffällt und die anderen beiden nicht. Ja, würde ich jetzt aber auch unterschreiben. Ich meine, die beiden sind ja schon wieder da. So. Richtig. Hey. Gut, das Spiel sieht so aus, als würde es so langsam anfangen. Deswegen entlasse ich euch zweimal in die Kommentierung. Jawohl. Und mach selbst ein Päuschen. Bis später. Wolltest du nicht das kommentieren? Wollte ich das? Ja. Okay, dann gehe ich doch nicht in eine Pause. Also ich meine, wenn du willst, kannst du auch Pause machen. Nee, dann bleibe ich jetzt hier. Wenn du mich schon wieder zurückholst, dann bleibe ich jetzt hier für Vitality gegen Reciprocity, das vorletzte Match des Abends. Ja, es ist spät geworden und unsere Koordination lässt auch ein bisschen zu wünschen übrig. Gucken wir mal, ob Vitality und Reciprocity mit ihrer Koordination und Übersicht noch alles zusammen haben. Caleb mit der ersten Chance. Schauset verhindert. Ja, bisher. Und geht das Ganze noch so ein bisschen durch die Mitte. Harry Peak hält den Ball erstmal in der orangenen Seite. Caleb versucht das Ganze auch, allerdings vergeblich. Da muss der Harry Peak nochmal nachsetzen. Er hat aber noch keine Möglichkeit, da
vernünftig anzugreifen für Team Vitality. Chaussette. Man muss den Ball erstmal einen Schritt nach vorne werfen, aber auch da möchte Vitality gerade ordentlich gegenpressen. Fairy Peak deutet an, dass er noch Boost im Tank hat. Allerdings vergebens. Der Gegner ist ihm da auf die Schliche gekommen. Mhm. Gegenseitige Zerstörung von Pharah und K-Doctor. K-Dop. Da links ist schon Scrub-Killer. Ja. Da wird noch nichts draus. Da hat man genug Zeit, um den Ball zu verteidigen bei Reciprocity. K-Dop. Fairy Peak, das ist ganz gefährlich. Vor der K-Dop setzt nochmal nach. Aber Fruity war es, glaube ich, der da nochmal kurz vor Schluss am Ball war. Mhm. Jetzt könnte es schon in die andere Richtung gehen. Fruity in die Mitte, aber K-Dop ist schon da. Chaussette muss aufpassen. Ganz knappe Geschichte. Gut, dass er den da noch raus beseln konnte. Ja, ein Treffer liegt in der Luft, aber bisher ist der Ball noch in keinem Tor eingeschlagen. Fairy Peak trägt es hier nach vorne. Oh, ein schöner Drag, aber Fruity, ja, ist da zur Stelle. Fairy Peak, hat er den gebumpt? Ist aber sehr weit geflogen. Einmal den Ramos weitergeschickt. Hm. Bis zum Mond und zurück. Jetzt Pharah im Angriff. Kommt da quasi über die Seite rein. Es ist ein Pass, der am Ende auf der anderen bei Chaussette landet. Oder Schuss direkt in den Konter. Pharah hat den nicht, deswegen keine Gelegenheit da. In der Mitte wird erstmal entschärft. Vitality lauert. Da hat sich Chaussette viel zu viel Zeit gelassen, aber Pharah könnte jetzt in Angriff fliegen. Nicht gut verteidigt von Scrubkiller und Fruity. Trifft das Tor nicht. Hat Vitality nochmal Glück gehabt. K-Dop leitet weiter. Ja, also da waren sie definitiv hinten offen. Also das habe ich genauso gesehen wie du. Das heißt, sie werden auch schon kleinere Chancen liegen lassen. Fairy Peak, super Pass. Nicht im Tor. Jetzt nach Schuss Fairy Peak. Da ist es. Der erste Treffer für Vitality. Hat lange auf sich warten lassen, war sehr zäh. Aber am Ende reicht es doch. Und selbst Fairy Peak, der auch mal dafür bekannt war, gerne auf dem Batmobil zu spielen, sitzt nun im Fennec. Ja, Fennec auf einmal sehr beliebt seit dem Release. Octane Hitbox, aber etwas breiter. Ich kann schon verstehen, dass der Fennec gespielt wird, weil die Hitbox lässt sich dann da doch einigermaßen günstig einschätzen im Vergleich zum Octane. Ja. Der Fennec ist deutlich näher an der tatsächlichen Hitbox dran als der Octane. Also deswegen, ich kann das schon ganz gut verstehen, dass der jetzt viel gespielt wird. Von daher eigentlich auch ein gutes Modell dementsprechend. So. Da stimme ich dir zu. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert, werde es aber nächste Woche, wenn ich wieder Zeit habe, selber zu spielen, definitiv mal ausprobieren. Also das mit den Automodellen, wir haben ja die standardisierten Hitboxes und dann, je nach Modell sind die halt mal gleich. Der Fennec und der Octane haben ja hier die gleiche Hitbox, das heißt, das ist nur so ein Placebo quasi. Nur wie du das Ganze siehst, aber das ist ja natürlich ein ganz großer Unterschied. Weil wie du spielst, ist ja eigentlich auch nur davon abhängig, wie du das Ganze wahrnimmst. Und wenn dein Auto anders aussieht, dann denkst du da anders drüber nach. Und das kann einen Unterschied haben. So, jetzt haben wir da lange genug drüber gesprochen. Vitality hält diese 1-0-Führung lange. K-Dop, Chaussette verpasst da diesen Ball, aber K-Dop ist nicht draufgefahren, hat er nicht mit gerechnet. Pass kommt zur Seite, landet aber nicht direkt bei Vitality. Pharah wieder hoch an dem Ball vorbei, also bei Reciprocity wird gerade sehr viel gesegelt. Allerdings gegen den Wind. Mhm. Das läuft nicht optimal und dass nur ein Tor für Vitality gefallen ist, kann man da auch nur Schadensbegrenzung nennen. Ja. Okay, Dob, nochmal die letzte Möglichkeit. Das sieht so aus, als würde Vitality hier Spiel Nummer 1 holen. Ball muss nur noch auf den Boden. Da ist er. Ja, 1-0 jetzt
für Vitality. Hm. Ja, da ist die Kommunikation auf jeden Fall schon mal wieder on point. Ja, sind da direkt dabei miteinander zu reden hier im Postgame. Gregan da im Hintergrund erzählt den Spielern jetzt, was sie machen sollen. Oder vielleicht auch eine andere Geschichte, man weiß es nicht so genau. Wir können das ja nicht hören. Aber ach, das ist natürlich auch einfach nur die Scrim School. So. Ja, da wird Feedback gegeben auf das Spiel. Ich meine, es war ein 1-0, sie haben das Ganze gewonnen. Aber es war ja jetzt auch nicht, dass sie hier alles richtig gemacht hätten, den Gegner überfahren und überhaupt keinen Gesprächsbedarf hätten. Ja, und das 1-0 war auch nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort noch gewesen von Fairy Peak. Besonders gut war das am Ende dann doch nicht. Hm. Ja, allerdings gegen so gute Teams, beziehungsweise gegen das sehr gute Roster von Reciprocity unter der Fetisch hier von Yummy Cheese Man, da muss man halt auch sagen, da wirst du nicht viele Gelegenheiten haben, um dir dann den Sieg zu holen. Da musst du halt gucken, was du bekommst. Und wenn das nur eine Gelegenheit ist, dann musst du die eine halt mitnehmen. Map Nummer 2 steht an. Wir sind hier im Kolosseum. Und Vitality mit einer komfortablen 1-0-Führung, die sich jetzt allerdings wieder verflüchtigen könnte, wenn Reciprocity auf Map 2 gleich zieht. K-Dop mit einem ersten langen Ball. Der sieht gut aus. Oh, das Tor! Nach 10 Sekunden von Scrubkiller. Kam da der Pass von K-Dop von der Seite rein und dann der lange Hafer. Keiner hinten drin. Ja, muss man mitnehmen, sowas. Das sind natürlich die einfachsten Tore, die du... Ja, die zweiteinfachsten Tore, die du... Nee, die einfachsten Tore. Open Nets sind schwieriger. Mhm. Weil man die statistisch gesehen ja einfach nicht macht. Frühe Führung für Vitality sehr komfortabel. Mhm. Geht es nur darum, diese Führung nicht wieder herzugeben. Jo. War gut aufgepasst von Fairy Peak gegen seinen Landsmann Chaussette. Generell muss man sagen, 4 Franzosen in diesem Match von 6 Spielern. Chaussette, Ferrer, K-Dop und Fairy Peak. Ja, Frankreich ist dann noch relativ gut vertreten in Rocket League. Ja, in Europa, ich habe es nicht gerade, aber mindestens eine der stärksten Nationen, was die RLCS angeht. Wenn du das europäische League Play beguckst, sehr viele Franzosen dabei. Sonst natürlich klar Skandinavien. Skandinavien gut dabei, UK gut dabei, Frankreich gut dabei. Ja. Ja, Skandinavien hat da auch so eine leicht andere E-Sports-Kultur, finde ich. Das ist da schon eher in der Gesellschaft angekommen als bei uns, also beispielsweise. Es wundert mich nicht, dass einige E-Sports-Profis für Rocket League halt eher aus dem Bereich Dänemark und nördlich davon kommen, anstatt halt aus Deutschland. Ich sag, da gibt es eine ganz andere Akzeptanz und einen ganz anderen Support für diesen Bereich. Ja. Yeah. Gefühlt in Deutschland musst du dich ja vor jedem rechtfertigen. Egal, ja, wie erfolgreich du im E-Sport bist. Und in Dänemark, da kommt dann halt einfach mal der Ministerpräsident zur Eröffnung der DreamHack und hält dann eine Rede darüber, dass CSGO guter E-Sport ist. So. Ja, währenddessen heult man hier rum, dass man in CSGO ja auf ja Menschen schießt. Hm. Ja, aber gut, das ist eine andere Baustelle. Eine ganz andere Baustelle. Das Einzige, Meinung, was ich dazu sagen würde, ist, wer Boxsport für einen ordentlichen Sport hält, der wird auch Shooter als Sport anerkennen müssen. Denn da ist da nochmal ein ganz anderer. Sportanerkennung ist auch noch was ganz anderes. Scrubkiller muss jetzt hoch, macht er auch. Ja, was ich dazu sagen kann, das Sim Racing ist eine offizielle Sportart laut Deutschem Motorsportbund. Schaut euch das ab. Na gut. Das Set. Ja. Ihm geht hier der Saft aus. Ja, da kann er nichts mehr machen. Muss hier den Angriff also erstmal abbrechen. Ruti versucht über die andere Ecke, lässt sich aber keine Zeit und verliert da beinahe die Ballkontrolle.
Ja, das 1-0 von Vitality nach 10 Sekunden hält sich hier gut. Ja, Reciprocity macht aber auch nichts dagegen. Ja. Allerdings jetzt auch nicht so ein Team, was dafür bekannt wäre, in Notsituationen mal wirklich minutenlang vorne absolute Gefahr auszustrahlen. So. Für mich Reciprocity und damals auch schon als PSG so das klassische angezogene Handbremse-Mittelspur-Fahrerteam. Die machen das, was sicher ist, klappt und funktioniert und kommen über solide Teamleistungen. Aber dafür, dass nach unten nicht viel geht, geht halt auch nach oben nicht viel. Und damit muss man dann halt ganz gut zurechtkommen. Ja, für die Oberklasse hat es bisher immer gereicht. Das auch relativ stressfrei. Aber ganz oben waren sie nur in ihrer Anfangszeit. Beziehungsweise ein... Als Bluey noch dabei war. Ja, ein Dreamhack-Turnier konnten sie ja gewinnen. Genau. Unter dem PSG-Roster. Aber seitdem kein Major-Win mehr dabei gewesen. So, Bump von Fruity nimmt da Scrubkiller hinten raus. Aber er öffnet damit keine Räume, die man nutzen kann. 20 Sekunden noch auf der Uhr. Reciprocity fährt immer noch diesem einen Torrückstand hinterher. Und Vitality, die können einfach komplett befreit hier gerade aufspielen. Ohne gezwungen zu sein, das Spiel hier für sich zu gestalten. Nochmal ganz gefährlich in letzter Sekunde. Schuss von Fruity, der ist drin. Oh mein Gott, 1-1 für Reciprocity. Vitality schon mental in der nächsten Partie. Scrubkiller steht da unten, wartet auf diesen Schuss und ist dann nicht mehr da. Und jetzt geht's wohl in die Overtime. Ja, die einzige Chance für Reciprocity, hier ein Tor zu scoren, und die haben sie genutzt. Eine Sekunde vor Schluss, das geht ihr in die Overtime. Nächste Tor wird darüber entscheiden, ob Vitality sich drei Matchbälle erspielt oder ob wir auf ein effektives Best of 3 verkürzen. Da hat Reciprocity in letzter Sekunde nochmal das Mittel gefunden, um sich hier erstmal wieder drin zu halten, aber reicht das Ganze. Jetzt muss man diese Overtime noch zu Ende spielen. Ey, doch, geht Vitality, hoch. Genau, Vitality im Angriff. Die hatten das Spiel eigentlich schon gefühlt abgeschrieben. Dachten, ja, mit dem 1-0 sind wir hier durch. Und haben sich dann in der letzten Sekunde noch einen einschenken lassen. Scrubkiller nach vorne, findet allerdings Chauzet am Backboard, der jetzt hier nach vorne pusht. Oh, in Fruity rein, da ist noch ein bisschen rumgeflippert worden. K-Dop am ersten vorbei. Fairy Peak. Oh, darüber ist gefährlich. Der ist gefährlich. Nachschuss von K-Dop. Ja, ist ein ganz langsamer, weil er weiß, die haben nicht viel Boost. Aber Chauzet hängt im Pfosten. Angriff läuft eventuell noch, je nachdem, wer da zuerst am Ball ist. Ja, es ist Scrubkiller. Ja, es geht weiter aufs Reciprocity-Tor. K-Dop in der Ecke. Gut von Scrubkiller den Boost geklaut. Können allerdings gerade nicht sofort wieder turnen. Reciprocity im Gegenangriff. Gut verteilt von Fairy Peak. Scrubkiller im Anflug. Fruity ist alleine. Gut verteidigt, ja. Jetzt muss Vitality einmal hinten rum spielen. Scrubkiller, das wird sehr gefährlich. Der Ball geht zu weit wieder Richtung Mittellinie. Ferrer ist zu weit mitgefahren. Das wäre die Möglichkeit gewesen, dieses Spiel zu gewinnen für Reciprocity. Müssen wir hinten rum aufpassen. Bloß kein Eigentor jetzt machen. Guter Pass auf K-Dop. Aber der Schuss geht zu hoch. Harry Peak übers eigene Tor hinweg. Geht die sichere Route. Fruity macht da irgendwas. Gelegenheit für Scrubkiller. Zwei Mann sind aber da. Rebound landet bei K-Dop. Da wurde schon gebammt. Oh mein Gott, Chauzet mit dem Save. Die Gelegenheit wirkt so, als sei sie ausgebügelt. Aber Vitality mit Scrubkiller immer noch im Ballbesitz. Jetzt lang nach vorne. K-Dop runter. K-Dop. Drei Mann da. Wieder der Save. Sie halten sich hier in diesem Spiel, aber kann das lange gut gehen? Scrubkiller bekommt da die Murmel. Pass zu Fairy Peak, der das Ding gefährlich nach vorne bringt. Ich dachte erst, das wäre eher so ein schlapper Ball, aber Reciprocity hat den lange kommen lassen. Da wurde es nochmal gefährlich. Ferrer bekommt den Pass, geht nur an die Latte, aber dann ist der Nachschuss da.
findet das Ziel nicht. Scrubkiller versucht zwar mit dem Bump. K-Dog nur in den Pfosten. Nachschuss von Scrubkiller. Im 50-50 gegen Ferrer wird er aufgehalten. Fairy Peak auf dem Weg nach hinten. Entscheidet sich jetzt da zu intervenieren. Überspielt zwei Gegner. Jetzt aber der Ball wieder in der gegnerischen Hälfte. K-Dog mit dem Save gegen Ferrer. Und jetzt wird er wieder zugespielt. Overtime. 3 Minuten mittlerweile. Ist wieder ein längeres Match. Seit Beginn der Overtime ist das Match noch deutlich interessanter geworden. Vorher über 4 Minuten keine Chance, irgendwo ein Tor zu scoren. Und jetzt geht es hier Schlag auf beiden Seiten. Das ist der Angriff Fußball, den wir hier sehen wollen. Ähnlich wie eben schon GC Aura gegen TSM. Jetzt wird es hier wirklich interessant. Fairy Peak. Ah, an der Wand. Da unten ist ein Teammitglied von Chausette, der diesen Ball in die gegnerische Hälfte verfolgt. Muss jetzt wieder umdrehen. Fruity oben in der Luft. Scrubkiller. Das Ding. Ah, gedoubletappt, aber kommt da nicht in den Angriff rein. K-Dop hält ihn da vorne. Chausette zur Seite rüber, aber da sind 3 Gegner. Langer Ball von Fairy Peak. Der hat einen Gegner rausgenommen. K-Dop versucht den Pass in die Mitte. Kommt nicht durch. Ferrer mit dem. Ja, mit der Flucht nach vorne. Reciprocity muss hinten rausrücken. Sonst geht langsam irgendwann mal gleich der Boost aus. Ferrer mit einem langen Ball. Der ist im Backboard. Schuss. Es wird allerdings nicht gebumpt. Oh, K-Dog. Sehr gefährlich. Scrubkiller. Kommt den Ball da erstmal raus. Der geht gut Richtung gegnerisches Tor. K-Dog ist da. Nein. Viel zu gut verteidigt von Reciprocity. Es bleibt erstmal noch beim 1:1. Aber es wird nicht weniger hektisch. Schuss. Sehr gefährlich. Oh, Scrubkiller holt den ohne Booster noch aus dem Tor raus. Hm. Jetzt wird es wirklich gefährlich für Vitality. Ja, da hat er vielleicht nicht den schnellsten Hit in den Ball reinbekommen, den man da hätte machen können. War auf jeden Fall sehr knapp. Der Top-Cornert kann Scrubkiller den nicht halten. Da wird jetzt ordentlich aufgeräumt. 2 Zerstörungen von Vitality. Scrubkiller hält den Ball oben. Wir haben schon die doppelte Spielzeit erreicht. Also diese. Heute scheint Tag der Overtime zu sein. Ja. Fairy Peak. Ab nach vorne damit. Ferrer hat da was gegen. Da ist der nächste. Fruity mit dem Schuss. Fruity mit dem ist Tor. Drin. Mit dem Tor zum 2:1. Damit gleichen sie aus. Macht's alleine. Double Tap. Die Erleichterung. Was ein Ding. Die Erleichterung eben in dem Gesicht von Chausette zu sehen. Das ist eine ganz anstrengende Series gewesen. Jetzt das 1:1. Huiuiuiui. Das zieht sich dann doch noch relativ lang. Gregage spricht sein Team dann nochmal. Ja, aber man muss sagen, K-Dop nach 10 Sekunden 1:0 und danach 10 Minuten lang kein einziges Tor von Vitality. In der letzten Sekunde noch den Ausgleich kassiert, der nie hätte passieren dürfen. Oh, dieser Save von Joseph, ne? Ja. Ganz, ganz kritisch. Und der Double-Tap von Fruity. Ja. Ferrer sitzt da aber auch gebeugt, ne? Ja. Wenn du so spielst, aus Sicht von Vitality, dann kannst du es halt nicht holen. So. Ey. Sie haben geführt. Sie haben die Führung gut verwaltet. Bis in die letzte Sekunde. Dann waren sie nicht da, um das Ganze zu verteidigen. Es wäre Pflicht gewesen, die letzten Sekunden da auch noch ordentlich runterzuspielen. Sowas kann man verteidigen. Das ist kein Problem. Waren dann nicht präsent genug. Wurden dann in diese Overtime geforst. Und jetzt haben sie den Salat. Es ist ein 1:1 und damit kein Matchspiel in Partie Nummer 3. Game Nummer 3 beginnt. Alles wieder auf 0 gesetzt, auch grundsätzlich in der Series. Wenn man Gedanken pflegt, dass es sich jetzt im Prinzip um Best of 3 handelt, was noch vor ihnen liegt. Ja, sie könnten auch noch über die komplette 3-Game-Distanz gehen. Zeitweise sah es ja so aus, als würde Vitality hier mit dem 2:0 nach vorne gehen und dann günstig in Partie 3 reingehen. Vielleicht mit dem 3:0.
Das kann es jetzt ja schon nicht mehr werden. War ein gutes Zusammenspiel. Wird allerdings verhindert. K-Dop bekommt da den Pass von Fairy Peak, der ja, an der Wand versucht nochmal was zu lenken. Chaussette in der Luft. Oh. Schöner Versuch von Chaussette, den Ball ins Tor weiterzuleiten. Er verfliegt sich da ein bisschen. Subkiller. War gut, aber noch nicht gut genug. Das ist hinten relativ weit offen. Bei Vitality, Fairy Peak am Ball vorbei, aber Scrubkiller ist rechtzeitig da, um den Ball hier zu verteidigen. Das war eine ganz knappe Geschichte. Fairy Peak. Er hätte den Ball definitiv haben müssen. Ich kann vom Glück sprechen, dass Scrubkiller geistesgegenwärtig da doch nochmal nach hinten gefahren ist. Edo gibt den Ball einfach nur an Fruity ab. Oh, da kommt jetzt so langsam durch. Ja, Reciprocity jetzt deutlich gefährlicher geworden in der gegnerischen Hälfte. Das haben wir über weite Strecken der ersten und die erste Hälfte der zweiten Partie noch weit vermisst. Okay, da war Scrubkiller, aber Fruity ist da. Schöne Aktion von beiden Teams. K-Dop kriegt den Ball nicht in die Mitte. Das sind die kleinen Fehlerchen in der Offensive, die die Angriffe dann abbrechen lassen. Chaussette nicht mehr am Ball. Oh, der muss Farrah haben. Ganz schwierig, diese Bälle noch abzufangen. Da ist er aber weit geübt drin. Das sah aus wie aus dem Nähkästchen. Okay, das setzt sich jetzt gegen Farrah durch. Jetzt haben wir aber das Problem, dass die Angriffe wieder früh genug verteidigt werden bei Reciprocity. Die Vitality da nicht schnell genug mit dem Druck hinterherkommt. Oh, Chaussette. Kann jetzt zweimal hintereinander direkt gegen Vitality verteilen. K-Dop über die Decke in die Mitte. Chaussette war noch dran. Fairy Peak. Weiter clear. Hoch, weit, Sicherheit. Direkt in K-Dop rein. Lang wieder zurück. Reciprocity. Jetzt gut in der Partie. Schön gehalten von Chaussette. Der an der richtigen Ecke stand, nur schnell backflippen musste. Er hat Glück gehabt, dass er den Ball dahin bekommen hat. Er hätte dann nie das ganze Tor covern können. Ja, Fairy Peak schießt wieder weit nach vorne. Bringt den Ball nicht unter die Kontrolle von Vitality. Der ist gut. Der ist sehr gut. Aber Vitality ist präsent. Man muss natürlich auch schauen, was macht man mit dem Ball. Na, klärt man den weit nach vorne? Oder bringt man den erstmal unter seiner Kontrolle? Auch wenn man den gut nach vorne klären könnte. Na, wenn niemand vorne steht, dann bringt es auch nicht, wenn man den Ball einfach wieder zum Gegner schiebt. Dann ist man wieder in der Situation, dass man nochmal verteidigen muss. Hat das Potenzial nach vorne einfach nicht genutzt. K-Dop, der schlägt gut ein von K-Dop! Und die Erleichterung weiß Dropkiller. Riesengroß. Bekommen da den Ball rein. 37 Sekunden vor Schluss. Das war eine ganz wichtige Geschichte. So. Jetzt müssen sie zeigen, dass sie so eine 1-0-Führung auch mal über die letzten Sekunden rübertragen können. Reciprocity wieder kurz vor Schluss in Rückstand. Schaffen sie nochmal so eine Last-Minute-Geschichte. Fruity an Chaussette. Farrah hat da hinten K-Dub zerstört, aber die großen Räume sind nicht da. 10 Sekunden noch auf der Uhr. Farrah rüber zu Fruity. Der Schuss ist okay, aber nur an die Latte. Nachschuss von Chaussette. Nimmt den ersten raus, aber nicht den zweiten. K-Dub ist noch da. Der ist drin. Schon wieder bei der ersten letzten Sekunde gleich Reciprocity aus. Es kann noch nicht wahr sein. Vitality. Zwei Spiele. Sie hätten jetzt schon im dritten Tag sein können. Stattdessen geben sie zwei Spiele in der letzten Sekunde wieder her.
Oh mein Gott, es ist wieder Verlängerung. Reciprocity hat sich diesmal deutlich besser in der Partie gehalten und kann sie schon wieder für sich entscheiden, wenn sie es hier konsequent runterspielen. Showset lang nach vorne. K-Dop in das eigene Tor! Eigentor von K-Dop! Also Vitality, muss man sagen, ist in dieser Series ganz klar spielbestimmt. Egal was sie machen, sie bestimmen den Ausgang gerade. Ah, Gregan kommt aber auch sofort zu K-Dop hin und spricht ihm doch nochmal Mut zu. Ganz wichtig in dieser Situation, jetzt ein Eigentor zu schießen, so früh in der Overtime, nachdem man eine Sekunde vor Schluss dafür gesorgt hat, dass diese Overtime überhaupt erst stattfindet. Das tut einem echt nicht gut. Man sieht es K-Dop gerade an, aber Gregan steht da noch sehr motiviert. Aber K-Dop glaubt noch nicht wirklich dran. Das könnte jetzt der komplette Neckbreaker für Vitality sein, wenn da zwischen den Beinen ein K-Dop sitzt, der nicht mehr an sich glaubt. Das wär's. Ja, 1-0. Diesmal spät im Spiel. 1-1. Wieder in der letzten Sekunde. Wieder nicht nötig, sich das Ding da zu kassieren. Ja, braucht nur einen ordentlichen Clear. Ja, und jetzt dann in der Verlängerung das Eigentor durch K-Dop. Der dahin muss, aber so ist es halt. Nicht genug. 2-1 die Führung für Reciprocity hier. Wir brauchen jetzt ein großes Ausrufezeichen von Vitality in Spiel Nummer 4. Matchballspiel für Reciprocity oder die Gelegenheit für Vitality auszugleichen. Wir finden es heraus auf Aquadome. Spiel läuft schon. Fairy Peak oben in der Luft. Es geht gleich Richtung Tor von Reciprocity. Vitality muss jetzt nochmal alle Kräfte zusammensammeln. Sie müssen K-Dop jetzt in seiner Situation unterstützen als Team. Fairy Peak und Scrub Killer dürfen ihn hier gar keinen Fall hängen lassen. Oh, Fairy mit dem Pass raus. Der ist. Oh, Chosset! Aber Scrub Killer lässt sich da nicht veräppeln. Er kennt die Tricks zu gut. Oh, Fruity. Schieß ihn noch aufs Tor. Dann ist der drin. Na gut. Wieso dann halt nicht? Reciprocity wird immer gefährlicher in dieser Series. Oh, Fruity, der war gut, aber Scrub Killer stand wieder richtig im Tor, an der richtigen Position. Fairy Peak jetzt auf K-Dop, schneller Konter. Weit kommt der Ball und Chosset haut ihn genauso weit auch wieder nach vorne, aber es bringt noch nicht viel. Fruity muss jetzt hier als letzte Instanz Arbeit machen, das tut sie jetzt soweit auch gut. Aber Vitality muss jetzt deutlich einen Zahn zulegen. Sie stehen mit dem Rücken an der Wand. Es ist das Lower Bracket, wer jetzt verliert, braucht morgen nicht mehr anzutreten. Ja, die Spannung steigt. Und der Druck auf Vitality wird immer größer, denn das sind auch einfach alles Positionen, wo sie sich selber reingebracht haben. Ja, sie hätten schon lange gewonnen haben können. Sie hätten Map 2 und 3 nehmen können, wenn sie das Goal in der letzten Sekunde halt ordentlich verhindern. Aber wenn Reciprocity nichts mehr zu verlieren hat und alles nach vorne schickt, sind die auch gefährlich. 1-0 durch Scrub Killer für Vitality. Also was Vitality in den letzten beiden Spielen gemacht hat, war quasi so, wenn man sich eine 100-Meter-Bahn vorstellt im Olympischen Stadion, ja, wir haben da alles Mögliche an großen Namen stehen, dann läuft da jemand mit, der den Herrn Usain Bolt herausfordern könnte, liegt auch vorne, aber hört 10 Meter vor Ende auf zu laufen und trabt dann nur noch ins Ziel. Ungefähr diese Situation hat Vitality hier gerade auf dem Rocket League-Platz hingelegt. Das funktioniert natürlich nicht. Ne? Als der Countdown lief, haben sie hinten nachgelassen und dafür schon zweimal kassiert. Aus dem ersten Mal haben sie nicht gelernt. Ja, das darf halt einfach nicht passieren, aber jetzt ist es eh zu spät. Jetzt müssen wir nach vorne gucken. Vitality wieder mit einem Tor in Führung. Diesmal ist es Match Nummer 4, aber ein Tor Führung für Vitality. Das hat bisher Reciprocity nicht beeindruckt.
Das heißt, wir bräuchten hier noch eine zweite Bude. Damit da mal ein bisschen Ruhe einkehrt. Für dieses... Oh, der ist gut. Ja, fast ausschließlich französische Duell. Ah, wir haben ja ein französisches Duell mit... Ja, internationaler... Beigabe. Hilfe, Beigabe, genau. Ball kommt gefährlich vor das Reciprocity-Türchen gesiegelt, aber... Konnten sie ihn da eben nochmal wieder wegpinschen. Kate auf nochmal wieder in die Mitte. Chauzet nimmt sich dieses Spielgerätes an. Jetzt in der Luft hat dann noch ein Reset von der Decke. Farrah in die Mitte. K-Dop allerdings diesmal aufgepasst. Ihn Ferries, Clubkiller rein. Und da ist das 2:0. Und das war wichtig. Das haben sie gebraucht. Eine 2-0-Führung, um das im letzten Drittel ist schon angebrochen. Aber in den letzten 1:30 hier runter zu spielen. Also wenn sie sich jetzt nochmal wieder nehmen lassen, dann müssen die definitiv an ihrem Late-Game arbeiten. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Das Late-Game, was nicht funktioniert, fängt bei Vitality irgendwie dann an, wenn die Countdowns laufen. Fairy Peak zum 13-0, aber jetzt muss es das sein. Das muss es sein und das war super wichtig für Vitality. Man sieht die Erleichterung bei K-Dop und das könnte jetzt die Schlüsselstelle sein, wirklich. Strupke generell ist eher so einer der emotionaleren Spieler. K-Dop hat man aber gesehen, hat gerade auch nochmal durchgeatmet. Fairy Peak verzieht überhaupt keine Miene. Aber so gibt es halt verschiedene Typen. Naja. Fairy Peak. Fairy Peak wahrscheinlich so der Ruhepol in diesem ganzen Team. Den beeindruckt nichts. Gegenstück ist Gregan. Gut, der arbeitet da allerdings auch nach der Philosophie, dass die Spieler diese Spiele leben müssen, damit sie das letzte bisschen Leistung aus sich rauskitzeln können. Und dazu motiviert er sie dann im Backend dementsprechend. Außerdem müssen die Scrims laufen. Ja, die auch. Und Wasser ist wichtig. Ja, 30 Sekunden noch zu spielen und das muss es jetzt eigentlich gewesen sein. Für Vitality in diesem Match. Das können die gar nicht mehr abgeben. Wäre ja doof, wenn es passieren würde. Ja, wäre echt doof. Da wäre fast der erste Treffer gewesen von Farrah. Aber auch der wurde doch nochmal verteidigt von Scrubkiller, Chauzet. Ja, das Spiel werden sie nicht mehr drehen. Denn jetzt ist es auch gleich rechnerisch nicht mehr möglich. Jawohl. Vitality rettet sich in Game Nummer 5. Und da gehen wir tatsächlich über die volle Distanz hier. Wir machen es nochmal ganz, ganz spannend. In der vorletzten Begegnung des heutigen Tages. Da sind sie wieder zurückgekommen. Und jetzt haben wir ein Decider-Match. Und ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir tatsächlich über die volle Distanz von 5 Matches gehen. Und Clean Feed ist gerade gecrashed. Die Königin-Boys, ich bin ja wieder da. Falls du die Geräusche eben gehört hast, tut mir leid, aber ich habe hier noch eine kleine Papiertüte mit stillem Wasser drin. Ich brauche gerade mal dringend einen Schluck. Jo. Ich habe mittlerweile wieder geschafft, mir hier ein Bild hinzulegen. Wir gucken gerade Replays aus dem Match. Ja, ist ja definitiv gut gelaufen. Und da ist es durch. Ja, jetzt wieder fröhlichere Gesichter hier bei Vitality. Die sind zurück. Und wird gleich losgehen. Ja, da wird schon so ein bisschen gehopst. K-Dop ist heiß auf die nächste Partie. Ja, das war jetzt damit, auf jeden Fall wichtig. Damit gehen wir rein. Auf nach Champions Field. Map Nummer 5, das Decider-Match. Ja. Die beiden müssen mal so langsam runter von der Stage. Und jetzt sind es nur noch 5 Minuten, die uns hier von einem weiteren Teilnehmer für Tag 3 trennen. Oder wir kriegen mal wieder eine Overtime, aber naja. Ja. Versuchen wir es mal zunächst in den hier gegebenen 5 Minuten zu klären. K-Dop mit dem Lösungsversuch über links. Der Pass kommt nicht in die Mitte an. Scrubkiller. Ja, das ist eine Vorlage für Fairy Peak. Da kann noch mal was draus verwertet werden.
Reciprocity legt da hinten aber quer. Fruity nach vorne. Versucht zu followen, kriegt da nicht nochmal den Touch. Aber den Bump! Aber Fairy Peak ist hinten da, um aufzuräumen. Gut gemacht, abgelegt von K-Dope auf Fairy. Scrubkiller oben in der Luft, kann dann aber nicht nochmal touchen. Weiter spielt Vitality nach vorne. Fairy Peak. Scrubkiller da hinterher. Verstrichen bisher noch ohne Tor. Also jedes Tor, das hier jetzt fällt, ist kritisch. Ja, wir hatten viele relativ torarme Partien generell über den ganzen Tag schon gezogen. Oh, schau, sind in der Superposition. Tor 1:0. Und da war das Tor so weit offen, dass man es im gesamten Publikum schon gehört hat. Sie waren schon am Jubeln, bevor Chaussette überhaupt am Ball war. Ja. Das ganze Publikum wusste Bescheid. Ja. Hier ist ja Scrubkiller als letzter Mann, hat da sehr viel Zeit, was mit diesem Ball zu machen, und schießt dir dann sehr schnell in den Gegner, der da durch zum Konter kommt. Also ja, nicht ideal. Wäre hier untertrieben. Jetzt ein Rückstand für Vitality. Ah. Scrubkiller hoch nach vorne. K-Dop ist da, der Schuss ist gut, aber Chaussette ist schneller. Da gab es eine Doppelzerstörung. Oh, Chaussette. Nein. Das reicht noch nicht. So, Fruity. Im Anflug sieht K-Dop vor sich. Kann sich durchsetzen. Farrah ist da, der geht aber übers Tor. Chaussette. Ja, kriegt dann in die Mitte. Nein. Kriegt er nicht. Fairy vom Backboard aus. Fairy Peak und seine Clears. Das ist einfach. Und die sind wie füreinander gemacht. Genauso wie K-Dop, der Ball und das gegnerische Tor. Schöner Pass von Scrubkiller in die Mitte. Und K-Dop stand sofort bereit. Da war nicht mehr viel zu holen für Chaussette. Ausgeglichen kurz vor der Halbzeit. Und das ist super wichtig für Vitality, dass sie das früh genug machen. Die Latte von Fairy Peak. Scrubkiller nochmal hinterher. Sie schaffen es nicht, hier den schnellen Doppelschlag einzuleiten. Den Gegner zerstört. Scrubkiller ohne Boost über den Pfosten hat diesen Ball. Und Fruity. Da hinterher. Chaussette jetzt mit der Schussgelegenheit. Vielleicht zum Double Tap. Reicht allerdings nicht. Fairy Peak blockt den Schuss von Farrah. Holt sich Boost an der Mitte und über die Decke hinterher. Ja, Flip Reset. Ah, kein Flip-Reset, aber zweiter Flip, den er sich da geholt hatte. Aber langsam geht das Spiel auch in die heiße Phase. Je weniger Zeit noch auf der Uhr ist, desto mehr wird gemauert. Aber Vitality spielt immer noch mit Volldampf nach vorne, so lange wie es geht. Ja, das ist auch wichtig, würde ich behaupten. Oh, K-Dop steht jetzt ganz alleine hinten gegen Chaussette. Der ist noch nicht vom Tisch. Fairy Peak war noch mal da. Oh, Fairy Peak alleine, Fairy Peak alleine, aber er macht es. Oh, Fairy Peak. Abgefälscht an den Pfosten. K-Dop ist da, der Schuss ist gut, aber es reicht nicht. Fruity ist zur Stelle. Ja, nicht ungefährlich dieses Spiel. Schön abgelegt für Farrah, aber Scrubkiller war da. Na, holt den Ball da über den Pfosten raus. An der Wand hoch. Oh, Scrubkiller an zweien vorbei. Langer Ball in Richtung K-Dop. Der kann damit allerdings leider nichts anfangen. Fairy Peak mit dem Querschläger. Nochmal hoch in Richtung Tor. Die Latte. Das hätte es fast gewesen sein können. Fahrradkette. Scrubkiller hat da nochmal einen wieder zerbammt. Die letzten Sekunden vor Schluss versucht Vitality dieses Spiel noch in der regulären Spielzeit zu entscheiden. Und da ist Scrubkiller zum 2:1. Die Erleichterung ist da. Und jetzt noch 37 Sekunden schließlich von der Uhr runternehmen müssen, um Reciprocity hier im fünften Spiel aus dem Bracket zu schubsen. Und genauso nur noch 32 Sekunden für die Boys in Orange, um hier nochmal wieder auszugleichen. Aber wenn es ein Team schaffen könnte, in der letzten Sekunde noch auszugleichen, dann die.
wird also nochmal alles sehr spannend. Da sagen wir es anders. Wenn es ein Team schaffen sollte, in der letzten Sekunde nochmal den Ausgleichstreffer zu kassieren, dann ist es Vitality. Ja. Oder sie zeigen uns jetzt, dass sie es im, ich glaube, vierten Anlauf besser hinbekommen. Oh, da wäre es mal fast gefährlich geworden mit Fruity. Letzte Sekunde. Was der passiert jetzt? Ja, der ist auf dem Boden. Vitality landet in Tag 3. Scrubkiller kriegt einen epileptischen Anfall. Ja, waren gut dabei, haben dann sehr viele Federn gelassen. Erleichterung ist riesig da bei Scrubkiller. Das zeigt auch, wie stark Reciprocity hier gefightet hat, muss man mal sagen. So, dass Vitality zu solchen Emotionsausbrüchen überhaupt fähig ist, geht ja auch nur, wenn da ein Gegner ist, der so eine ganz, ganz, ganz harte Nuss ist, ne? Von daher. So, Reciprocity raus. Ja, hat nur für Tag 2 gereicht. Franzosen da unter sich. Unterhalten sich. Ja, Stimmung ist gut auf beiden Seiten. Das ist nochmal schön zu sehen. Na, da wird nochmal gelockoutet. Terra sieht ein bisschen enttäuscht aus. Aber kann man verstehen. Gut, wir machen eine kleine Erholungspause und sind dann gleich mit der Postgame-Analyse zurück. Willkommen zurück, DreamHack Pro Circuit, Late Night Montreal Stream. Was für eine Serie. 5 Spiele hat es gedauert, bis Renault Vitality und Team Reciprocity sich endlich mal darauf einigen können, wer denn hier in die nächste Runde einziehen darf. Ja, sehr intensive Verhandlungen. Wir sehen das Ganze, nachdem Vitality da erfolgreich ist, die Emotionsexplosion. Und mit diesen Bildern sind wir zurück aus der kleinen Pause. Ja, Jungs, seid ihr noch wach? Ja, noch. Ich würde sagen, ein Game schaffe ich noch. Muss, sehr gut. Ne? Wir haben allerdings auch nur noch eins, von daher, du musst auch nur noch eins und du kannst auch nur noch eins, dementsprechend. Ich kann wirklich nur noch eins. Ja. Das passt doch alles sehr gut zusammen. Ja, Jonas, was hast du da Tolles gesehen, diese 5 Games lang? Was war... Ui. Ich habe 2 Tore bei einer Sekunde gesehen und ein Eigentor. Ja, das
Das war natürlich so Mankos, ne? Eigentor von Ich muss sagen, es war ein schönes Eigentor. Ja, du warst, glaube ich, sehr stolz. Ich als Eigentorexperte kann hier mein Gütesiegel drauf tun. Wenn ich jetzt einen Stempel hätte, würde ich ihn einfach so klack drauf stempeln. Das ist auf jeden Fall Velumpen approved. Sehr gut. Ja, hier schneiden nochmal die Top 3 Plays aus der letzten Series rein. Der Double Tap von Fruity in der 5 Minuten 30 Overtime. Sehr sehenswert. Tor Nummer 2, das ist das Zero Second Goal von Chauzet. Um eine Serie zu legalisieren. Und hier das 2:1 von Scrub Killer. Das dürfte der Siegtreffer aus der letzten Partie gewesen sein, oder Jungs? Alles klar. Okay, gut. Greg hat auch im Interview. Den nimmt man natürlich immer gerne für sowas. Ja, der steht den Amerikanern gerade Rede und Antwort. Wir können uns nur selbst interviewen und uns nach unserer eigenen Meinung fragen. Deswegen, was halten wir von dem Spiel? Ja, interessantes Match. Vitality hat, ich sage jetzt mal, eigentlich verdient gewonnen. Die wollten es nur spannend für die Zuschauer machen. Und mehr Zeit auf der Bühne verbringen. Ich sag mal so, die hätten halt Spiel 2, Spiel 3 easy haben müssen. Mm. Aber geben es halt beide Spiele ab und liegen dann teilweise 2 ins Hinten. Bei 2 Spielen, wo du dir denkst, ja, vor einer Sekunde, also eine Sekunde vor Ende, kassierst du halt noch den Ausgleich. Das passiert einmal, aber ein zweites Mal sollte das nicht passieren. Nee. Jetzt sind sie über die volle Distanz gegangen, haben es allerdings trotzdem noch irgendwie in den nächsten Tag reingeschafft. Ich check mal ganz schnell, gegen wen sie dann morgen antreten müssten. In Runde 1 treffen sie direkt auf Cloud9. Huch. Und das wird auf jeden Fall ein ganz, ganz dickes Spiel werden. Es werden eigentlich, morgen haben wir nur noch dicke Spiele. Denn da sind noch 8 Teams übrig, die 8 besten von denen, die dahin gefahren sind. Das heißt, ne, die 8 Besten aus Europa, Nordamerika, Asien, Südamerika und Australien. Gut, es sind nur noch europäische und nordamerikanische Teams dabei. So what? Aber ganz, ganz dünn. Ja, dabei das geworden, das Feld. Da kann jetzt wirklich wieder auch morgen wieder jeder jeden schlagen. Von daher, das spannende Sache. Vor allem, weil Vitality gezeigt hat, dass sie federn lassen können. Ja, so. Sollte übrigens der Peeps gleich gewinnen gegen TSM, dann haben wir 4-mal EU gegen NA in den Playoffs morgen. Hm. Ja, ob Peeps gegen TSM gewinnen oder nicht, das wäre dann die Partie, die wir als nächstes sehen. Allerdings werden wir davor gleich noch eine kleine Unterbrechung haben und uns ein bisschen strukturieren. Stimmt nicht ganz. Aber ein bisschen durchatmen für die letzte Series an diesem Abend. Schade, dass Reciprocity raus ist. So, also. Ja, aber einer von den beiden musste ja gehen. Ja, richtig, einer musste gehen. Sie haben heute eigentlich ordentlich gespielt. Das erste Spiel gegen TSM, muss man leider sagen, so das 3-1. Ja, das sah nicht so ganz rosig aus. 3-2 gegen Complexity, dann weiter, um dann 3-2 gegen Vitality zu verlieren. Sie haben es versucht, aber ich finde, bei so einem Gegner, da ist das okay, wenn man dann dran scheitert. So, auf geht's in eine Pause, meine Lieben. Wir schnaufen nochmal ein bisschen durch und melden uns gleich mit dem letzten Spiel des Abends zurück.